Meine sehr geehrten Damen und Herren, Klimarelevanz einer zukunftsfähigen Landnutzung. Landwirtschaft muss effizient und umweltverträglich sein und weiterhin die gegenwärtige nationale Nachfrage an Agrarbiomasse befriedigen und gleichzeitig der Atmosphäre zunehmend mehr Kohlenstoff entziehen, als mit der landwirtschaftlichen Produktion Treibhausgase emittiert werden. Die Ziele der Nutzung der in Deutschland begrenzt verfügbaren Agrarfläche bedarf der Verständigung. Es geht um die gesellschaftlichen Ziele. Da nenne ich als erstes die Netto-Selbstversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. Die privilegierten, standortlichen, klimatischen und strukturellen Voraussetzungen erfordern die quantitative Netto-Selbstversorgung Deutschlands. Deutschland darf aus globaler Verantwortung weder Umweltbelastungen noch Treibhausgasemissionen ins Ausland verlagern. Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln wird ergänzt durch die zunehmende Nachfrage nach landwirtschaftlichen Industrie- und Energierohstoffen. Es geht letztlich um die standortspezifisch höchstmögliche, definiert umweltverträgliche Biomasseerzeugung je Hektar Agrarfläche. Die klimapolitischen Ziele kommen gleichberechtigt dazu, nämlich höchstmögliche umweltverträgliche Fixierung von Kohlenstoff in benötigte pflanzliche und tierische Agrarprodukte, damit verbunden eine möglichst geringe Treibhausgasemission je Hektar Agrarfläche, das heißt höchstmöglicher Treibhausgassaldo pro Hektar Agrarfläche. Ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Relevanz der Landwirtschaft ist der ökologische Fußabdruck oder der Carbon Footprint, der sagt, wie viel Kohlendioxidäquivalente werden je Agrarprodukteinheit emittiert. Die Politik konzentriert sich aber ausschließlich auf die geringstmögliche Emission je Hektar Agrarfläche. Wie kommt es, dass die Politik sich einseitig auf die Emission fokussiert? Es wurde ein Kriterium gesucht, das in allen Wirtschaftsbereichen gleichermaßen Anwendung finden kann. Und das ist in der Tat die Treibhausgasemissionen der einzelnen Wirtschaftsbereiche. Die Summe dieser Emissionen der Wirtschaftsbereiche ergibt die nationale Gesamtemission. Diese Vorgehensweise ist zumindest für die Land- und Forstwirtschaft in Frage zu stellen, ob sie ausreichend ist, um die Klimarelevanz zutreffend zu beurteilen. Denn Land- und Forstwirtschaft vermögen dank der Photosynthese der Pflanzen enorme Mengen Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entziehen und daraus die von der Menschheit benötigten organische Biomasse zu erzeugen. Hier muss also das Saldo berücksichtigen, was wird von den Pflanzen und den Tieren an Kohlenstoff gebunden, wie viel Emission findet dafür statt, gibt es die Möglichkeit eines positiven Saldos. Zum Grundverständnis: Die Atmosphäre enthält Sauerstoff, fast 80% Stickstoff und 1% Spurengase. Aus der Gesamtatmosphäre sind 0,05% das Kohlendioxid. Dieses Kohlendioxid, Sonnenenergie und Luftstickstoff
vermögen die Pflanzen in Biomasse umzusetzen. Dabei nutzen sie die Nährstoffe aus dem Boden, das Wasser aus dem Boden. Die Pflanzen können verwertet werden als pflanzliche Produkte. Sie verlassen also als Produkte die Systemgrenze Landwirtschaft. Diese C-Menge, die hier die Landwirtschaft verlässt, und diese Treibhausgasemissionen, die mit der pflanzlichen Produktion verbunden sind, werden mit dem Saldo bilanziert. In der Tierproduktion findet eine Verdichtung des Kohlenstoffgehaltes der Pflanzen in deutlich kleineren Kohlenstoffmengen in den tierischen Endprodukten Milch, Fleisch, Eier, Wolle. Und nur diese Mengen verlassen die Systemgrenze. Dabei werden organische Dünger wieder auf den Boden zurückgeführt und es findet die Emission statt. Das sind die drei finanzierungswirksamen Größen für die Tierproduktion. Darüber hinaus etwa 50% der erzeugten Biomasse sind Wurzel- und Sprossrückstände. Diese verrotten wieder, werden als organische Substanz dem Boden zugeführt und die dabei entstehenden Emissionen bleiben in unserer Bilanzierung außer Betracht, da sie die Systemgrenze nicht als organische Produkte verlassen. Da der Boden nur ein begrenztes Wachstum ermöglicht, infolge der zu wenigen Nährstoffe, führen wir Nährstoffe zu und wir führen Kohlenstoff über die Energie zu, die wir benötigen, um die Flächen zu bewirtschaften. Bei dem, was die Pflanze insgesamt jährlich an Kohlendioxid in Pflanzenbiomasse umwandelt, sprechen wir von Treibhausgasbindung. Und bei der Menge, die bei der Kohlenstoffmenge, die dem Betrieb Landwirtschaft tatsächlich als Produkt verlässt, sprechen wir von der Treibhausgasfixierung. Die Bilanz von Eckert 2003 entwickelt, besagt also, alle in pflanzlichen und tierischen Produkten fixierten Kohlenstoffe sind zu bewerten. Davon sind die Emissionen, die im landwirtschaftlichen Produktionsprozess stattfinden, wie Methan, Ammoniak, Lachgas und CO2, abzusehen. Auch abzusehen sind die Treibhausgasemissionslasten aus der Her- und Bereitstellung landwirtschaftlicher Produktionsmittel wie Dünger, Treibstoffe, Futterzukäufe und so weiter. Daraus ergibt sich der Treibhausgassaldo pro Hektar Ackerfläche. Ich zeige Ihnen jetzt die Emissionen eines Gemischtbetriebes mit 0,8 Großvieheinheiten. Und in dieser Legende sind alle Emissionsquellen aufgeführt, die wir berücksichtigen müssen. Pro Hektar beträgt die Emission insgesamt 6,3 Tonnen pro Hektar. Davon ist dieser hier schraffierte Teil Belastungen aus der Vorkette und das sind die Systembelastungen innerhalb der Landwirtschaft. Für einen Hektar intensiven, hochproduktiven Ackerbau beträgt die Emission 1,8 Tonnen. Der relative Anteil der Vorkette ist hier größer als in der Tierhaltung. Darauf komme ich aber später nochmal zu sprechen. Betrachten wir einen Hektar umweltverträglich mit Ackerbau genutzt. Umweltverträglich heißt in diesem Verständnis, dieser Betrieb begeht keine ökologischen Fehler. Die Emission pro Hektar beträgt 1,8 Tonnen. Eingebunden werden 14,1 Tonne
minus dieser Emission ergibt ein Saldo von 12,1 Tonnen. Ein Hektar intensiver Ackerbau bewirkt, dass 12,1 Tonnen mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre entzogen werden, als mit und für die landwirtschaftliche Produktion emittiert werden. Die Treibhausgasbilanz, wie wir sie betreiben, bewertet diese Fixierung minus dieser Emission zum Treibhausgassaldo und wir betrachten den Carbon Footprint, indem wir die Emissionsmenge durch die Produkteinheit teilen und zur spezifischen Emission kommen. Die Treibhaus- oder die Klimaschutzgesetzgebung geht davon aus, dass es allein um die Senkung der Treibhausgasemissionen der deutschen Landwirtschaft geht. Der Effekt wird erzielt, wenn wir die Minderungsvorgaben einhalten und wir nehmen in Kauf, dass dabei die deutsche Biomasseproduktion reduziert wird. Die Bemühungen von KTPL und Bühneninstitut berücksichtigen den Carbon Footprint. Dieser ermöglicht es, die spezifischen Emissionen zu ermitteln, nimmt aber keinen Bezug zur absoluten Produktionshöhe in Deutschland. Die von uns vertretene Bilanzierungsweise geht davon aus, dass wir eine Erhöhung des Treibhausgassaldos bei Senkung des Carbon Footprints erreichen. Der Treibhausgaseffekt ist eine Minderung Treibhausgasemissionen und eine Erhöhung des Entzuges pro Hektar Agrarfläche. Das heißt, für die Biomasseproduktion, wir sind in der Lage, die heute benötigte Biomasseproduktion auch künftig zu erzeugen. Ich vergleiche jetzt einmal diesen von mir benannten optimierten Ackerbaubetrieb mit einer Emission von 1,8 Tonnen. Mit einem Realbetrieb, um zu demonstrieren, wie groß das Optimierungspotenzial ist. Wir können auf der einen Seite haben in diesem Realbetrieb eine Emission von 2,1 Tonnen, die durch Verbesserungsmaßnahmen um 14% auf 1,8% gesenkt werden kann. Es gibt auch Betriebe, die in der Realität deutlich schlechter aussehen, sodass also auch in den schlechten Betrieben etwa 25% geringere Treibhausgasemissionen möglich sind. Auf der anderen Seite steigt die Fixierung, wenn wir beispielsweise Stroh verkaufen, alles das Stroh verkaufen, was für die Reproduktion der organischen Substanz nicht benötigt wird. Das könnten durchaus nochmal 10-19% sein. Jetzt vergleiche ich nur noch optimierte Betriebe. Das heißt, die machen alle keine ökologischen Fehler. Davon sollten wir ja in unserer Zukunftsbetrachtung ausgehen. Hier zeigt sich, dass der Ökobetrieb nur 1,3 Tonnen emittiert, der konventionelle Betrieb, umweltverträglich und effizient, 1,8 Tonnen. Sprich, der ökologische Landbau reduziert die Emissionen. Daraus resultiert die politische Schlussfolgerung Ausweitung des Ökolandbaus, weil er eine um 40% geringere Emission verursacht als die konventionelle Produktion. Unberücksichtigt bleibt, dass im Ökolandbau die Ertragsmenge nur etwa die Hälfte beträgt und die fixierte Menge entsprechend auch kleiner ist. Der Saldo geht von 12,3 im optimierten Ackerbau auf 4,8 im optimierten ökologischen Landbau zurück. Die zweite große Einfluss,
Böse ist die Tierhaltung. In einem konventionellen Ackerbaubetrieb 1,8 Tonnen Emissionen, in dem gemischten Betrieb mit 0,8 GV und 20% Grünland sind es 6,3 Tonnen Emissionen. Also eine deutlich höhere Emission und weil ein Großteil des Futters von den Tieren zu weniger Produkten erzeugt, umgewandelt wird, sinkt der Saldo von 12,3 auf 2,7 Tonnen. Und wenn wir jetzt den Öcklandbau mit 0,8 GV im Gemischtbetrieb betrachten, dann ist auch hier wieder zu verzeichnen, die Treibhausgasemission ist deutlich geringer als im konventionellen Gemischtbetrieb. Die Bindung geht noch mal weiter zurück, weil zur Versorgung der 0,8 GV fast die gesamte Biomasse gebraucht wird. Das Saldo schlägt um und wird negativ. Um die Tierhaltung noch einmal zu verdeutlichen, die beiden Beispiele, die Sie gerade gesehen haben, Ackerbau 0,8 GV Rind ergänzt um 0,7 GV Schwein. Die verkaufbare Marktproduktmenge geht weiter zurück. Die Emission steigt, das Saldo schlägt ins Negative um. Zwischen 0,8 GV und 1,5 GV ist der Kipppunkt, wo landwirtschaftliche Flächennutzung vom positiven Treibhausgassaldo zum negativen Treibhausgassaldo umschlägt. Die Emissionsbetrachtung noch einmal für ganz unterschiedliche Intensitätsstufen aufgeführt. Wenn wir die Flächen stilllegen, haben wir de facto keine Emissionen. Wir lediglich das einmalige Mulchen verursacht Prozessemissionen in der Landwirtschaft. Alles andere findet auf der Fläche statt. Wenn wir Energieholz anbauen, dann verursachen wir etwa 0,8 Tonnen Emissionen. Ökologischer Ackerbau 1,3, konventioneller Ackerbau 1,8, ökologische Viehhaltung mit 0,8 GV 4,2, konventionelle Viehhaltung 0,8 6,3 und wenn wir das Grünland einmal besonders betrachten, dann mit 1,7 GV, also eine Kuh und ihre Nachzucht, dann steigt die Emission auf 8,6 Tonnen. Beziehen wir den Saldo mit ein, ändert sich bei der Stilllegung nichts. Alles das, was in dem Jahresverlauf an Kohlendioxid in die Pflanzen eingelagert wird, wird im Folgejahr durch die Rotte wieder der Atmosphäre zugeführt. Energiepflanzenanbau erzielt den höchsten Saldo, hohe Trockenmasseerträge und hoher Kohlenstoffgehalt in der Trockenmasse. Der ökologische Ackerbau mit 4,8 Tonnen Saldo, der konventionelle Ackerbau mit 12,3. Die Viehhaltung hatte ich Ihnen gerade gesagt und beim Grünland ist ein negativer Saldo zu verzeichnen. Und trotzdem müssen wir die Frage beantworten, wollen wir auf die Veredelung des Grünmasseaufwuchses durch Tiere, sprich durch Wiederkäuer, verzichten? Wenn wir beispielsweise die gesamte Biomasse energetisch wirtschaftlich verwerten könnten, würde das Grünland natürlich mit einem hohen positiven Saldo versehen sein. Genauso ist die Frage, ob die Bewirtschaftung der Flächen mit Energieholz eine Alternative ist, denn wir erzeugen auf diesen Flächen keine Nahrungsmittel. Und als letzte Aussage zu diesem Bild, dieses Bild kennzeichnet in etwa den Status quo der deutschen Landwirtschaft.
kommen wir darauf nochmal zu sprechen. Zurück zu dem Ausgangsbild. Im Falle des konventionellen Ackerbaus sind 64% der Gesamtemissionen im Prozess verankert und 36% aus der Vorkette. Im konventionellen Gemischbetrieb sind es 85% Prozessemissionen und 15% Vorkette. Gelingt es der Industrie, bis 2030 die Emissionen deutlich zu senken und bis 45 Neutralität zu erreichen, dann sinkt die Emission für die Landwirtschaft in der Größenordnung der Ockerpfeile. Der gelbe Pfeil kennzeichnet in beiden Betriebsformen das, was der landwirtschaftliche Optimierungsprozess in den nächsten 10 Jahren mobilisieren kann und unbedingt muss. Also verbesserte Nährstoffeffizienz, ausgeglichene Humusbilanz, möglichst hohe Erträge erreichen. Das Entscheidende ist aber, dass in beiden Formen erhebliche Emissionen de facto nur dann vermieden werden können, wenn wir die Produktion deutlich reduzieren. Eine Betrachtungsweise, die ebenfalls in Frage stellt, ob die Vorgehensweise der Klimaschutzgesetzgebung richtig ist. Schauen Sie sich die Inlandsproduktion an und die in den pflanzlichen und tierischen Produkten fixierte Kohlenstoffmenge als Ausgangsgröße. Verwenden wir diese Inlandsbiomasse als menschliche Ernährung, dabei entstehen Emissionen, die Politik sagt, weil das ein kurzfristiger Kreislauf ist, interessiert uns das nicht. Es gibt für diese Biomasse keine Emissionsgutschrift. Das Gleiche gilt für die Tiernahrung statt Hund und Katze. Keine Gutschrift. Wenn wir die inländische Biomasse komplett in die Ethanolfabrik geben würden, dann sagt die Gesetzgebung, du kannst die Emissionswirkung dieses Bioethanols, das ja fossile Rohstoffe ersetzt, der Landwirtschaft gutschreiben. Wenn wir die Nahrungsbiomasse in eine Stärkefabrik geben und diese pflanzliche Nahrungsmittel herstellt, dann gibt es dafür keine Gutschrift. Wenn Sie die gleiche Biomasse in Kunststoffe umwandeln und fossile Rohstoffe ersetzen, gibt es die Gutschrift. Und wenn Sie eine dauerhafte Einlagerung realisieren, gibt es Gutschrift. Hinzu kommt der Ansatz im Klimaschutzgesetz, dass die Anreicherung des Bodenhumuses eine gutschriftrelevante Größe ist. Das ist ein Sonderproblem, auf das ich heute gar nicht eingehen kann und will. Entscheidend ist, dass mit dieser Inlandsproduktion eine Emission gegenübersteht. Würden wir diese Inlandsproduktion stilllegen, die gesamte Fläche stilllegen und die Nahrungsmittel vom Ausland importieren, würden wir exakt die gleiche Emissionen verursachen, allerdings im Ausland. Das kann doch wohl nicht die Zielstellung sein. Meine Damen und Herren, die Agrarproduktion auf der Erde stellen die Agrarflächen, die Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit, die begrenzenden, die Sonnenenergie, das atmosphärische Kohlendioxid und der Luftstickstoff unbegrenzte Ressourcen dar.
Ressourcen. Daraus ergibt sich die Herausforderung, möglichst viel Sonnenenergie zu nutzen, um möglichst viel Kohlenstoff und Stickstoff aus der Atmosphäre in Nahrungsmittel, Industrie- und Energierohstoffe einzulagern. Der landwirtschaftliche Prozess verursacht vermeidbare, vor allem aber auch unvermeidbare Treibhausgasemissionen. Auch 2045 wird die landwirtschaftliche Flächennutzung Treibhausgasemissionen verursachen. Die Emissionen steigen mit zunehmender Bewirtschaftungsintensität, mit zunehmender Tierbesatzdichte und bei der Minderung des Humusgehaltes. Mit zunehmender Intensität steigt aber die Treibhausgasaufnahme aus der Atmosphäre viel stärker als die Emissionen. Nichtbeachtung des Kohlenstoffverbrauchs unserer Bevölkerung führt zu fatalen Fehlentscheidungen bezüglich der landwirtschaftlichen Strukturen und der Produktion und der Produktionsintensität. Auch wenn es keinen repräsentativen Wert der Gesamtemissionen in dieser Seitenbetrachtung für Deutschland gibt, haben wir einmal als bildliche Darstellung die 923 vorliegenden Treibhausgasbilanzen in deutschen Betrieben zusammengeführt zu einem virtuellen Gesamtbetrieb. Es zeigt sich, dass die Fixierung etwa 7 Tonnen beträgt, die Emission etwa 5 Tonnen und der Saldo etwa 1,8 Tonnen. Erinnern Sie sich an das Bild mit dem 0,8 GV, das liegt in der gleichen Größenordnung. Es kommt darauf an, dies zu erhöhen, dies zu senken und dadurch den Saldo weiter zu erhöhen. Meine Damen und Herren, die Klimarelevanz einer umweltverträglichen und effizienten Landwirtschaft besagt, die Aufgabe der Landwirtschaft ist es, auf der begrenzt verfügbaren Agrarfläche eines Betriebes, eines Staates oder global unter Nutzung der Sonnenenergie möglichst viel des unbegrenzt verfügbaren Kohlenstoffs in marktfähige Agrarprodukte zu binden und dabei so wenig wie möglich Treibhausgase zu emittieren. Diese Betrachtungsweise sollte im Sinne einer verantwortlichen nationalen, europäischen und globalen Agrarpolitik in die Strategie für eine klimarelevante Landwirtschaft sein. Dankeschön.